Cavity fragt Pete Smeed, was war damals euer Lieblings-Gameboy- bzw. Nintendo-Spiel? Gameboy- oder Nintendo-Spiel? Also ich bin eher die Gameboy-Fraktion tatsächlich. Habe ich gerne, also dann Pokémon ganz klar. Pokémon Silber. Gameboy Color Pokémon Silber war einfach... Ich habe da so unendlich viel Zeit reingesteckt. Ich habe meine Pokémon auf Level 100 trainiert. Ja, alleine das, dieses Grinden der Pokémon-Liga damals. Holy shit. Pokémon Silber. Ich glaube wirklich, dass Pokémon damals mein absolutes Lieblingsspiel für den Game Boy war. Ich hatte damals einen Game Boy Color mit der gelben Version. Und dann habe ich mir... Habe ich mir Gold oder... Ich hatte die goldene Version, natürlich hatte ich die goldene Version. Und die Spieler haben mich einfach, die waren so geil. Ich habe Pokémon damals echt geliebt und es war eines der großartigsten Spiele. Weil ich hatte leider kein N64 oder Super Nintendo. Deshalb war dann der Game Boy dann wirklich so der Start für die Nintendo-Welt und Pokémon war einfach super geil für das Alter. Mein Lieblings-Gameboy-Spiel, ich hatte ganz viele Gameboy-Spiele. Ich glaube, meine allerersten waren halt logischerweise Tetris und Super Mario und Elevator waren meine ersten. Und mein liebstes Gameboy-Spiel war das hier. The Legend of Zelda Link's Awakening. Habt ihr immer noch? Ja. Pokémon Silber, würde ich sagen. Also ich hatte am Anfang halt Tetris, klar. Und ich hatte zwischendurch immer mal wieder welche, die ich nicht richtig verstanden habe. Ich hatte ein Jurassic Park Spiel, das weiß ich noch. Ich hatte ein Tim und Struppi Spiel. Aber Pokémon Blau hatte ich dann irgendwann. Und dann, als Pokémon Silber kam, war halt alles um mich geschehen und ich habe es geliebt. Mein absolutes Lieblings-Gameboy-Spiel war Pokémon Rot. Also wirklich, mit großem Abstand. Mit riesigem Abstand. Gewaltig, monumental, penishaft. Pokémon Gold. Rot. Gold. Rot.